Guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Hennl. Schön, dass ihr dabei seid auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe eine 4K-Drohne unter 300 Euro gefunden. Eine vernünftige, auch mit einer tollen Qualität. Wie ihr hier auf dem Bild seht, die sogenannte Hubsan Zino ist ein chinesisches Modell. Habe ich jetzt aus Hongkong bestellt. Also hat ein bisschen ein paar Tage gedauert. Ich glaube so 10 Tage oder was. Und jetzt habe ich sie endlich. Zeige ich es euch mal. Und zwar ist das gute Teil hier. Ist relativ leicht, glaube ich, 700 Gramm oder was wiegt das Ding. Da gehe ich auch später nochmal auf die technischen Details drauf ein. Bin jetzt ganz froh, weil auf meinem Kanal wird doch schon länger in 4K ausgestrahlt und ich möchte zu Events oder wenn ich irgendwelche Veranstaltungen selber eben ausführen möchte, dann auch die Bilder von oben gerne. Das macht eben noch eine runde Sache dann dabei. Mit 4K, also UHD hochauflösend, dann euch Bilder eben zeigen. Ja, viel wichtiger ist aber der Preis. Also zeige euch mal meine Originalrechnung und zwar habe ich bezahlt. Vielleicht erstmal, wo habe ich das Ganze gekauft? Bei guterkauf.com.de. Das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Da könnt ihr dann nochmal nachschauen. Im Moment ist der Preis so um die 300 Euro circa. Das schwankt immer ein bisschen. Ich habe bezahlt 271,99 €, also ein richtig cooles Schnäppchen. Da liegt man weit höher bei anderen Anbietern. Das möchte ich euch aber gerne mitteilen, weil unter 300 Euro eine 4K-Drohne ist echt schwer und dann auch natürlich mit einer ordentlichen Qualität. Und das kann die Drohne eben. Die hat, wie gesagt, hochauflösende 4K mit dem Dreiachsen-Gimbal. Also findet man in der Preisklasse sehr, sehr schwer. Und das werde ich euch heute mal ein paar Bilder auch zeigen. Und auch ein paar Videos. Vielleicht auch noch mal eingehend. Ihr habt hier einen Controller. Hier noch mal zu sehen. Ihr bekommt dann eine App von der Firma gestellt. Die könnt ihr dann runterladen und könnt es komfortabel eben bedienen. Also richtig coole Sache. Ich will euch heute mal mitnehmen. Ein paar Videos und auch die technischen Details auch noch mal im Einzelnen dann vorzeigen und aufweisen. Also bleibt dran. Es wird mal wieder richtig spannend. Gehen wir doch mal im Einzelnen auf den Hubsan Zino Quadrocopter RTF ein. Wie gesagt, ist eine 4K-Drohne, das war jetzt auch für mich ganz entscheidend, hat eine UHD-Kamera, ein sogenanntes Dreiachsen-Gimbal, GPS Waypoints könnt ihr setzen, habe ich auch getestet, könnt ihr verschiedene Punkte setzen, die Drohne fliegt es dann auch im Einzelnen ab. Ein Akku ist dabei. Ladegerät und die HT016 Fernsteuerung. Hier mal eine Zeichnung von der Drohne. Die blende ich euch jetzt mal in echt ein. Wie die eben ausschaut. Verschiedene Inhaltsverzeichnisse, da gehen wir jetzt im Einzelnen mal ein bisschen drauf ein. Ich überfliege das natürlich ein bisschen, um das Video auch relativ kurz zu halten. Ja, was kann ich euch sagen? Wichtig, die Fernsteuerung funktioniert mit 5,8 GHz. Ein wichtiger Punkt. Live-Übertragung ist möglich. Lieferumfang, vielleicht gehen wir da mal kurz drauf ein. Quadrocopter, Zino, dann die Fernsteuerung. Dann ein zweiter Satz, Propeller ist dabei mit Befestigungsschrauben. Das finde ich eigentlich ganz gut, falls das Ding doch irgendwie mal seitlich aufkommt, dass ihr da noch Ersatz habt. Der Flugakku ist dabei, ist nur einer dabei. Ich würde euch da empfehlen, einen zweiten zu bestellen. Ich würde es jetzt demnächst auch machen. Netz und Ladegerät auch dabei. Und das passende USB-Ladeadapter, für Flugakku und Fernsteuerung. Dann habt ihr jeweils ein RC-Kabel, je nach Handy, ob ihr Micro-USB, Typ C oder Lightning-Stecker habt, sind alle drei in den Verpackungen mit eingepackt, was ich also sehr gut finde.
Schraubenschlüssel ist dabei, um die Propellermontage eben zu ermöglichen, und eine sogenannte Bedienungsanleitung, auch ganz wichtig. Die Warnhinweise solltet ihr bitte auch beachten. Also wie gesagt, achtet darauf, dass wirklich nur Personen, die auch damit umgehen können, also Kinder unter 3 Jahren auf jeden Fall aufpassen. Unfallverletzungsgefahr ist doch durch die Beschleunigung der Rotoren doch sehr stark. Da kann man sich eben sehr stark auch verletzen. Auch die Absturzgefahr ist nicht zu unterschätzen. Denkt dran, dass ihr das, wenn ihr es macht, nicht unbedingt unter dem Wohngebiet macht. Das Ding kann halt dann doch mal abstürzen. Also denkt daran. Unfall- und Verletzungsgefahr ist sehr hoch. Aber wenn man damit vernünftig umgeht, und dann hat man doch sehr viel Spaß. Ja, was hat man noch? Explosionsgefahr, Brandgefahr. Ja, das können wir eigentlich vernachlässigen. Also da müsst ihr halt aufpassen, dass keine Feuchtigkeit eindringt. Aber ansonsten, wenn ihr das ganz normal verwendet, habt ihr eigentlich keine Probleme damit. Ja, was sollen wir noch eingehen? Ja, jetzt hier mal, wie gesagt, der Prozess, wie der Akku eben aufgeladen wird. Ihr habt ein sogenanntes Netzteil, ihr habt ein Balancer-Ladegerät, das ihr dann eben verbinden müsst, und dann eben der Drohnenakku hier. Ganz relativ einfach auch aufzuladen. Ich habe das vorhin mal getestet. Ich war bei 176 Minuten, also knapp 3 Stunden, was eigentlich in dem Bereich ist, was angegeben wird. Wichtig für euch, vielleicht gehen wir mal im Einzelnen noch mal ein paar Punkte durch. Propeller Punkt 1, jeweils sind die Propeller, und bei 2 habt ihr dann, wie gesagt, auch die Gegenseite dann. Bei 3 habt ihr jetzt LED hier unten, das also von unten dann auch sichtbar ist, die Drohne. 4 sind dann jeweils die Motoren hier, ganz wichtig. 5 haben wir den Aufbau komplett jetzt hier oben. Dann für euch nochmal wichtig, die bei 6 habt ihr die die Kamera jetzt, diese 4K, warum ich mir eigentlich auch diese Drohne gekauft habe, natürlich zu einem sensationellen Preis. Dann habt ihr hier den Micro SD-Kartenslot. Da würde ich euch empfehlen, und zwar habe ich mir von Scandisk Extreme und zwar schon eine mit 100 MB bestellt, 32 GB, die mindestens den 3er Standard eben aufweist. Denkt da also dran, dass ihr da doch eine relativ schnelle Micro SD-Karte dann auch verwendet. Man kann sicherlich auch eine normale nehmen, eine sogenannte 98er. Ich habe mich aber jetzt entschieden, wie gesagt, mit einem 30er Standard, glaube ich, das sogar, die dann eben doch etwas schneller ist, weil es sind 4K-Aufnahmen, da sollte man doch den höheren Standard eben nehmen. Ja, dann haben wir, wie gesagt, bei 8 das Gimbal, es sind 3-Achsen-Gimbal, ganz wichtig, dass euch dann dementsprechend die Kamera unten auch ordentlich stabilisiert, funktioniert tadellos. Ich werde euch dann später auch nochmal Testbilder einblenden. Ich habe da Videos gemacht, um meinem Auto herum ein bisschen in der Gegend gefilmt, also ganz, ganz, ganz lustige Geschichten. Auf 9 habt ihr oben den Ein- und Ausschalter, den müsst ihr dann eben länger wie 3 Sekunden halten, dann startet eben das die Drohne dann auch von selber. Dann habt ihr unten nochmal einen Drohnenschutz. Das ist dieses Teil hier. Das müsst ihr, bevor ihr losfliegt, eben abmachen. Finde ich sehr gut. Hatte ich bei der DJI zum Beispiel, bei der Spark nicht. Also das finde ich schon eine klasse Geschichte. Und das könnt ihr dann vor dem Flug dann eben abnehmen. Ja, das Ausklappen von die Arme ist eigentlich ganz einfach. Die ist relativ schmal gehalten. Ihr müsst dann diese, wie sagt man, Flügel dann eben nach außen klappen. Da müsst ihr eben aufpassen, in welchem Abstand, also erst unten oder oben. Also ihr könnt nicht beide gleichzeitig ausklappen, müsst ihr eben aufpassen. Ja, sollte euch doch mal eine Flügel defekt gehen, habt ihr, wie gesagt, dann Ersatz dabei, habt auch einen Schraubenzieher dabei, wo ihr das dann auch selber runterladen könnt. Ihr habt jetzt hier, wie gesagt, die App dabei, die könnt ihr euch auch gleich vom Monitor jetzt hier rauslesen über im Apple Store oder bei Google Play, oder jetzt zieht es jetzt direkt von meiner Seite hier runter. Die braucht ihr eben dann auch für die Steuerung der Drohne, ganz wichtig. Ja, im Einzelnen vielleicht nochmal drauf eingehend, was alles für Tasten da drauf sind. Ich denke mal, wenn ich jetzt jede Taste erkläre, wird es ein bisschen viel. Die ist ähnlich aufgebaut wie die DJI Spark, die ich
teilweise mal geliehen bekommen habe. Ich bin heute mal ein bisschen geflogen. Also die zwei sind schon sehr vergleichbar. Und was mir extrem aufgefallen ist, die Geschwindigkeitsunterschiede. Also die Drohne, die Sino, die fliegt also extrem schnell. Das zeige ich euch aber später noch mal ein bisschen mit Bildern. Ja, was haben wir denn noch? Technischen Daten, Frequenz 5745 bis 5825 MHz, ganz wichtig. Die Ausgangsleistung 25 Milliwatt, auch ganz wichtig. Ja, dann müsst ihr hier unten auch das Handy dann einlegen. Ihr habt, wie gesagt, die Verbindungskabel dann jeweils hier. Ihr könnt es auch weiter größer machen, eventuell für ein kleines Tablet, was ich auch überlege, mir zu kaufen. Das Handy ist zwar ausreichend, aber ein Tablet, ein mittelgroßes, wäre natürlich schon angebrachter. Ihr müsst, wie gesagt, vorher dann auch hier oben das Ganze verbinden mit der Steuerung, ganz wichtig. Das wird euch dann hier auch nochmal bestätigt. Also vor der Verbindung und dann Verbindung erfolgt. Dann müsst ihr, wie gesagt, euren Controller dann auch noch verbinden, das Ganze im Wi-Fi-Modus. Und dann müsst ihr, wenn die Hubson-Zino dann eben die App auch gefunden hat, dann das Ganze dann auch in der WLAN-Liste dann auch nochmal bestätigen. Also im Prinzip ganz einfach und müsst ihr auf jeden Fall aber vorher machen. Was auch gemacht werden muss, das erste Mal, ist das Kalibrieren. Das Kalibrieren geht also im Uhrzeigersinn. Wenn ihr die Drohne von unten haltet und dreht die dann so im Uhrzeigersinn, müsst ihr also ungefähr 4, 5 Mal machen. Dann kalibriert er sich da ein. Das Ganze dann noch in der Längsachse, ganz wichtig, das dann auch im Uhrzeigersinn dann nochmal machen. Und dann ist eben der Kompass eben kalibriert. Folgende technischen Daten hat der Hubsan-Zino: Maße 280 x 280 auf 120 mm. Das Gewicht liegt bei 700 Gramm inklusive Akku. Der Akku selber hat eine 11,4 Volt, 3000 mAh. Die Flugzeit vom Hersteller liegt bei 23 Minuten. Das kann ich nicht bestätigen. Ich komme nur auf 20 Minuten. Die Geschwindigkeit habe ich getestet, indem ich mit meinem PKW in voller Geschwindigkeit an der Drohne mitgefahren bin und bin dann nur auf 53 km/h gekommen. Die Kamera-Videoauflösung ist hervorragend mit 4K 3840 x 2160p. Das Ganze auf 30 Frames. Features gibt es dann noch, Tracking und GPS etc. Also richtig viel Auswahl und richtig gute technische Daten, die diese Drohne eben aufweist. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen die Videoaufnahmen an, die ich gedreht habe. An den letzten 2 Tagen wünsche ich euch viel Spaß. Thank you.
Nun mein Fazit. Zusammenklappbar, leicht zu steuern, 4K-Aufnahmen, unter 300 Euro, sehr zuverlässig die Hubsan-App. Kaufempfehlung, Akkukapazität, nur gut, sauschnell die Drohne und einfach geiles Teil. Ich sage herzlichen Dank, abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Like und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, euer Andreas Hähn.